Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video MSP, also Movie Star Planet. Und wir werden viele Leute heute, ja, guck mal, pranken und alles. Geistsonne ist echt korrekt. Da haben wir, nein, bei ihrer Freundin haben wir einen Account geklaut. Und ich werde öfter solche Videos machen, aber ich werde nichts klauen. Ich werde einfach nur schreiben, hey, du bist auf YouTube. Gönn dir. Und ja, am Anfang haben wir geschrieben, also sie telefonieren halt. Also, und sie will halt doch, wenn nicht, gebe ich halt jemand anderen. Manche machen das echt clever und ja. Und sie hat sich halt bedankt, dass ich VIP für sie gemacht habe, aber habe ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nur geprankt. Bist voll nett. Für eine Woche. Also vertraut solchen Leuten nicht, weil die wollen einfach nur Daten und man kann auch anders VIP schenken, glaube ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Weißt du, geschrieben, du kannst auf ihrem Profil gucken, weil da habe ich geschrieben, hey, Süße, du bist auf YouTube. Gönn dir. Ja. Und ja. Und sie, also ich hoffe, sie. Ich glaube, sie hat den Tab, Lalala haben mir den Account geklaut. Genau, Lalala. Und ich so, okay, OMG, bin ich auf YouTube? Also, ich habe sie eigentlich nur geprankt und nicht die VIP gekauft. Aber egal, das kann ja mal passieren, dass da Vorsorge kommt und ich habe mich echt in sie reingeschleimt und ich mache das jetzt einfach nochmal. Und ja, ich grüße Geist, Sonne 2-3 und la la la. Und ja, wie das jetzt aussieht mit Really Breaks. Einfach mal in den Raum gehen. Und dann fangen wir mal an. Also erstmal schreiben, wer will VIP und begrüßen. Also ich verschenke VIP. Wer hat denn von euch Interesse? Boah. Ja. Die Begeisterung steigt. Ja. Und dann so, ich will. Dieses Wort ist ein heiliges Wort für Scammer. Und ja. Warum sollte man nicht das wollen? VIP, umsonst. Und dann bin ich auch was in den anderen Raum gejoint. Also, es tut mir leid. Keine Ahnung, ich bin auch aus ihm rausgegangen und ich grüße dich aber dafür. XDMA Marie. Marie, ich grüße dich. Und ja, dann bin ich auch aus dem anderen Raum gechannt und habe einfach nochmal das gleiche geschrieben. Ich verschenke VIP. Such Freundin, genau. Ja. Taylor 99A. Ich grüße dich, Lea. Single Boy, Lotti, und ja. Wer will VIP? Und ich kenne mich eigentlich nicht so recht in dem Spiel aus und alles und das ist ein bisschen problematisch. Bei irgendwas mit AG ist keine Ahnung, Freundschaftsanfrage, Autogramme wollen alle. Hast du VIP-Ticket? Ich weiß nicht, was das auf sich hat. Und dann so. Also Ticket, das ist halt irgendwie, glaube ich, so sicherer. Dann kriegst du es anscheinend, ohne dass dich jemand scammen kann. Weiß ich nicht so genau.
Und dann wollte sie halt dafür Geschenke und alles. Aber ja. Also das hat nicht bei ihr geklappt. Aber ich habe jemanden hier reingekriegt. Und dann musst du nerven dich halt, dass die das Passwort schicken müssen. Also, ich werde oft solche Videos machen. Und sie war so richtig schlau und hat, nein, Passwort, nee. Dann kann man Account klauen, die Sachen klauen und nee, sorry, wieso sollte ich? Sag ich zu YouTube. Taylor, ich grüße dich. Und ja. Und jetzt kommen wir mal zum richtigen Scammer. Ja. Wo wir richtig gescannt haben. Und da, wo wir den Account sogar geschafft haben zu kriegen. Und da habe ich einfach mal geschrieben, wer will VIP? Ja, und dann sind hier erstmal Freundschaftsanfragen geflogen. Weil das Ding ist, sie schreiben die ja auch an und ja. Also wenn dich einer bedrängt, einfach nicht. Ich würde einfach nicht sowas annehmen. Und sie so auch abgelehnt war, auflau. Und dann so, das war die Person. Bist du VIP? Ja, schon. Okay. Warum nicht? Rauche aber. Ich habe Rauche geschrieben, brauche. Dein Passwort ist sehr wertvoll für mich. Und frag dich, warum ich müde bin. Es ist 4:01 Uhr. Besser geht's nicht bei dieser Schlafenszeit. Und das ist halt das Ding, das Passwort herzugeben. Du hast gerade noch alles verloren. Sorry, dann gebe ich dir kein Passwort. Moin. Ja. Warte mal. Ah, die war's. Hey, kannst du mir bitte was aus meiner Wunschliste? Hab Langeweile. Und das sind meine Haustiere. Yay. Und ich glaube, ich habe in diesem Video gar keinen raufgekriegt. Weil ich so schlecht bin. Wir gucken einfach mal kurz. Ich habe doch jemand dran gekriegt, das weiß ich. Außer dieser Person natürlich. Und ich grüße Luni 348, dass du 30 anscheinend bist und in eine vierte Klasse gehst und mein größtes Beileid. Das hätte ich im Endeffekt füllen müssen, wie witzig du warst. Das hätte ich füllen müssen. Sogar so richtig. Und wenn ich das wieder spielen soll, ja. Schreibt mir. Wir können gleich mal ein paar grüßen. Cookie Girl grüße ich. Einhornkeks. Shinty. VW. Nadja. Und Caroline. Taylor. Lily Gerber. Gebart. Lanama. Nama. Lanma. Benny. Und ja. Das ist richtig interessant. Okay, und ich werde einfach dann. Ah, hier ist die Person. Ich habe es auf einen anderen Account gemacht. Also auf mein Handy. Und da habe ich halt mit dieser Datenskirche einfach die ganze Zeit gelabert und habe nicht gecheckt, dass die Aufnahme schon längst beendet worden ist. Aber das ist eigentlich ein bisschen gut, weil ich habe auch sie mein MSP-Passwort gezeigt. Dann brauche ich es nicht rausschneiden und wir haben keinen.
Alles klar. Ja, kein mehr. Ach, und es ist 4:07 Uhr und ich werde auf jeden Fall mehr MSP-Videos jetzt machen. Ich werde, wenn ihr gleich auf Clan sehen wollt, kann ich das machen. Wenn ihr Planet Zombie sehen wollt, kann ich es machen. Wenn ihr Star Stable sehen wollt, kann ich es machen. Wenn ihr Minecraft sehen wollt, kann ich es machen. Wenn ihr Roblox sehen wollt, kann ich es machen. Bei Family 2 kann ich es machen. Bei. Ja. Animal Jam. Und ich weiß nicht, gefällt euch arg, weil da ist so gut wie nichts interessant und anscheinend findet ihr es ein bisschen langweilig. Und Quenny findet anscheinend ihr auch langweilig, deshalb mache ich das nicht mehr, wo ich ein Video hatte. Halt musste ich löschen. Ich kann euch ein bisschen Animal Jam zeigen, das ist voll geil irgendwie. Ich finde solche Spiele mega. Das Spiel braucht kein WLAN, Alter. Mysteriös. Sehr mysteriös. Warte mal. Hä? Das ist halt einfach nur so ein Zoo. Seit wann braucht das Spiel WLAN? Warte. Das habe ich mein ganzes Leben verpasst. Aber ich kann euch noch was von mein Pferdeabenteuer zeigen. Ihr schaut ja eh alle meine Videos bis zum Ende, hoffe ich. Und ich weiß nicht, alle Tiere hat geantwortet. Ich grüße dich. Ich glaube, es ist das mit den Kommentaren, weil ich habe mir da was Gutes überlegt. Aber das werdet ihr noch genug erfahren darüber. Und zwar weiß ich nicht wann, aber ihr werdet das noch erfahren. Das Update ist am 5. Juli. Wurde so erzählt und wir sind Level 18. Wir haben uns das Weihnachtsoutfit geholt. Ah, so gut. Und es gibt eigentlich nicht viel Sachen, wo wir machen können, weil wir einfach Level 18 sind und es geht nicht weiter. Und ja, wir haben diese Ausrüstung am Weihnachten bekommen und sehr viel sogar. Ausreiten geht erst ab Level 19 und wir können nur bis Level 18 und ja, was will man mehr? Also gibt's da nichts Neues eigentlich. Ja. Ich bin irgendwie müde geworden bei den ganzen Videoschneiden. Mein Worldcraft gibt's auch nicht Neues. Ich werde jetzt was Reinigtes Geschichten machen. Worldcraft wollte das sehen, wenn ich das spielen soll. Und wollte Star Stable sehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich nicht, wann das Star Stable. Okay, ich spiele das Spiel eigentlich so gut wie nie, so recht. Ja, merkt man auch nicht. Durch die ganzen Fütterungen und alles. Ja, egal. Wir haben im Endeffekt alles da freigeschalten und alles. Und wir können mal nein, tschüss, wollen nicht mitreden. Ja. Wir haben im Endeffekt echt alles freigeschalten, was dann freischaltbar. Also was freischaltbar war. Und es werden viele neue Videos kommen. Und viele interessante. Und das erfahrt ihr alles in einem anderen Video. Und hiermit beende ich das Video erstens, weil ich müde bin. Und zweitens ist mir langweilig. Und drittens wünsche ich euch eine gute Nacht. Aber ich glaube, ich werde das Video eh mittags raufstehen. Also kann ich euch nur guten Nachmittagsschlaf wünschen. Für die kleinen Babys. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.